Hallo, herzlich willkommen, moin moin liebe Zuschauer, Let's Play Minecraft beginnt mit der nächsten Folge und zwar gleich mit Beeilung hier. Wir sind jetzt ein bisschen in Hetze, wir wollen sehen, dass wir mal so ein, ich weiß gar nicht warum ich da ganz hinrenne. Ja, Zaun wollten wir noch rumbauen eigentlich, machen wir aber noch nicht. Und erstmal hier haben wir nämlich unseren Crafting Table, aber der ist nicht ganz so sicher in der Nacht, ne? Oh, da ist so ein gepanzerter Skelett. Bogenschütze. Ich weiß auch gar nicht mehr. Doch, ich weiß es noch. So, ne? Eine Eisenhacke. Und noch eine Eisenhacke. So, das haben wir wieder ein. Ja, auch unser ganz komplettes Werkzeug ist alles gleich hinüber. Spinne. Und guck mal, die bösen Zombies hier. Sollen wir den Dorfbewohner in Ruhe lassen? Oh nein. Das Schwert ist kaputt. Mal gut, dass wir noch so ein schönes Diamantschwert haben. Jetzt wird hier gemetzelt. Creeper, mit der will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. So. Level 29. Eins noch, dann können wir wieder ein schönes Werkzeug verzaubern oder so. Dann kommen wir da selber auch nicht mehr ordentlich raus. Aber es wird auch gleich wieder hell, das ist gut. So, damit wir dann auch bald mal ein bisschen sehen, was wir hier Schönes machen. Auf jeden Fall schon mal mit den Weizenfeldern an hier. Was bist du denn schon wieder für ein? Oh nee, mach mir nicht alles kaputt hier. Dummer Zombie. Wir werden auch sehen, dass wirklich überall was wächst, aber ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Ich glaube, wir hätten es sogar noch einen breiter machen können. So, machen wir hier weiter. Denn das ist das erklärte Ziel für diese Folge. Jetzt können wir hier endlich mal ein bisschen was sehen von unseren neuen Feldern. Dann können wir in der Stadt nämlich ein bisschen die alten Felder wegreißen und dafür irgendwie ein paar schöne neue große Hochhäuser oder so bauen. Mit ordentlich Türen, damit unsere Stadt wächst. Nein, wir haben gar nicht mal so viel. Oh, tatsächlich leerer. Naja, machen wir mal hier ein bisschen weiter. Wie lang ist das Feld denn jetzt eigentlich? Also. Von denen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Also das ist da zu Ende, wobei wir können ja da noch weiter bauen. Wir haben noch eine zweite Seite hier. Zahl geworden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aber mit dem schon eingerechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Glaube ich. So, einmal den hier. Und 10 ist dann, wenn dann dahinter kommt der Wassergraben erst. Also würde der Wassergraben hier kommen. Dieser Weg führt ja auch irgendwie nirgendwo hier, ne? Noch. Wer weiß, was hier noch passiert. Kies, wo wir Kies, da haben wir Kies. Zwei Übergänge. Komm hier hin. Ja, genau. Hier kommt noch ein Weg zwischen. Ja, ein Graben meine ich, kein Weg. So. Geht das wieder los? Das können wir ja auch schon ganz gut. Ah, hier. Wo sind wir nämlich? Achso, hier haben wir noch gar nicht fertig gemacht. Das geht nämlich, das geht nicht. So. Dann machen wir das jetzt alles einmal in einem Rutsch, nicht wieder drei, vier Sachen unterschiedlich. Denn ich hatte ja gesagt, das Feld wollen wir fertig haben. Also muss ich mich ein bisschen spurten. Was. Okay, da ist jetzt zu wenig. So würde ich sagen. Ja, dann brauchen wir erst noch mal irgendwas, was wir hier einpflanzen können. Und zwar noch mal ein bisschen mehr Weizen zum Beispiel. Möhren sind echt irgendwie nutzlos. Ich meine, Kartoffeln bringen zumindest noch ein bisschen Farming-Level. Aber wir haben auch gerade fast keine Kartoffeln hier. Das machen wir auf jeden Fall voll mit. Machen wir es da. Ja, und hier müssen wir erstmal umgraben anfangen, zumindest. Vielleicht noch erstmal eine Fackel hin, da noch und da noch. Das werden wir irgendwann mal ändern.
das nicht so wild. So, warte mal, ich will eigentlich... Kartoffeln haben wir aber gar keine, ne? Und Weizen, gut, brauchen wir für die Tiere. Aber wir müssen ja auch ein Röhrchen fällen, auch wenn wir das vielleicht nie ernten werden oder was auch immer. Wir haben zumindest eins. Der gute Wille zählte, ne? Ja, nicht selber snacken. Na gut, snack er halt erstmal. Gut, das fällt hier noch. Wie gesagt, soll eigentlich ein Kartoffelfeld werden, dann brauchen wir erstmal Kartoffeln. Genau, das fehlt noch. Wir haben so einen Übergang mit einer Lampe. Und zwar zwei von außen. Fackel. Haben wir schon. So, ich finde schick. Und hier können wir ein bisschen abreißen. Wir packen den Reiter zum Schluss ab. Denn ihr kriegt hier einen neuen Bauplatz, liebe Dorfbewohner. Was haltet ihr denn davon, dass ihr hier noch ein bisschen Platz für neue Kollegen kriegt? Baufläche dann. Okay, wieso ist hier Sand unten drunter? So merkwürdig. Ja, nicht schlecht, ne? Wenn wir jetzt noch Kartoffeln hätten. Weg. Das müssen wir gerade nur die noch mit Fackeln erstmal stehen. So, haben wir wieder ein bisschen Rasen gemäht. Gucken wir nochmal, was wir hier Schönes geschafft haben. Gerade passend zum Sonnenuntergang. Unsere kleine, so, kleine Farm. Dafür konnten wir jetzt in der Mitte ein bisschen noch mehr raussiedeln und kriegen einen schönen Bauplatz für große Hütten. Und wir echt nochmal ordentlich große Hütten bauen, viele Türen da drin haben, damit unser Dorf wachsen kann. Da kümmern wir uns dann so in den nächsten Folgen drum. Und dann sehen wir auch mal wieder zu, dass wir ein paar mehr Levels kriegen. Und wenn wir genug Levels kriegen, uns nochmal besser verzaubern. Ja, freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich über einen Kommentar und ein Like und so freuen. Und natürlich genauso, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Also schönen Tag noch, schönen Abend. Tschüss.